Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja, gut, dass ich in der letzten Folge einen Cut gemacht habe, weil danach ist dann erstmal das Programm abgeschmiert, dann der PC. Und nachher, wenn wir wieder hochfahren, ist es wieder abgeschmiert. Das Problem ist bei deinem Aufnahmeprogramm, wenn das quasi vom System her irgendwie doppelt geöffnet wird, überlastet sich dann der Prozessor und dann spielt er ab. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, es hat sich jetzt alles gefangen und es läuft jetzt. So, wir waren stehen geblieben, als wir das Blatt gefaltet haben. Wir haben dann einen Stecher und eine M drauf zu sehen. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Stecher, eine X, eine 10. Und ein M ist eine 2. Und jetzt können wir auch endlich hier die ganzen Dinger hier betatschen. Alter. So. Das sieht aus wie eine 2. Römische Zahl 2. Ah, nein. Das ist sie nicht. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Dann mache ich den hier. Rein mit dir. Leider nein. So, bestimmt noch mehrere. Eine 1 gibt es ganz oft. Alter, da. Römische 10. Ein mit dir. Nichts. Ah. Was stand noch mal im Brief? Nein, ich gucke gleich. Ich will noch die anderen zwei finden. Schon. Na? Nein. Der ist's auch nicht. Und die römische Zahl 2. Vor allem, er sagt es sogar die ganze Zeit, ne? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Ah, wisst. Da sind Sachen weggemacht worden. Das ist nicht nur X. Da gehört bestimmt noch was dazu. Römische 10. Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Ja, so weit waren wir schon. Nö, da ist nichts. Ja. Wer ist hier der Blöde, hä? Hä? Eine 2? Eine beschissene 10. Wenn ich jetzt hier. Wenn ich. Ach, ich kann die ja nicht nochmal antippen. Alles klar. Tippe ich jetzt einfach alles an. Könnt mich mal. Nichts. Ich sollte So, mir den hier. Brief nochmal ansehen. Stück Scheiße. Wo auch nochmal. Nein. So. Sagt denn was dazu? Nö. Ja. Toll. Oh, ich kann zoomen. Auf der Rückseite ist ja auch nichts. Ja, eine ganze Sonne wäre da wieder. Ich betatsche jetzt einfach alle. Nein. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Nein, das brauchst du nicht. Leider nein. Der ist's auch nicht. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. 10 und 2. X und I. So haben die das gemeint. Da hätte man ja gleich drauf kommen können. Sieht das einer an? Oh, es ist sehr golden. Digna factis recipimus. Die hat Fakt gesagt. Der hatte aber ein schönes Fingerspiel. Da, 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 da. Was hat uns das jetzt gebracht? Ah! Das muss es sein. Dann mal zurück.
Was noch ein Rätsel? Wow. Ich sollte aufpassen. Nein, das solltest du nicht. Ah, nee. Und jetzt geht's wieder raus. Und abwärts. So. Wow. Was? Scheiße. Kacke. Das war so nicht geplant. Kann ich noch? Okay, kann ich noch ein bisschen. Zack. So. Läuft doch gleich viel besser. Wo springt der hin? Ist er bescheuert? Er ist wieder auf Suizidgang. Wenn ich hier. Vorsicht! Okay. Er will nicht tauschen. Ring. Oh, wow. Oh! Richter. Tut mir leid, das muss ich jetzt ausprobieren. Oh. Was? Jetzt aber noch mal ein Geräusch. Sehr enttäuschend. Ah, okay. Oh, geschafft. Alter, ich bin nice. Grave niemals hin. Ja, Tatsache, wir gehen jetzt wieder raus. Auf Wiedersehen, Schulter. Ja. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Ich hab jetzt totale Scheiße gebaut. Ah, komm schon! Es hätte ein bisschen eleganter aussehen können. Was bist du denn hier für eine Mauer? Stell dir einfach mal so eine Kletterwand. So muss es laufen. Aber ich mal. Hier läuft alles. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Na. Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Was muss jetzt eigentlich...
sein. Oh nein. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Te puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Oh! Deine Vorwarnung wäre besser gewesen, Junge. Bam! Du hast dich auch nicht angeboten. Jetzt mach ich fertig, Alter. Jetzt bin ich sauer. Zeig's mir. Bam! Junge! Ich hab keinen Bock auf euren Scheiß. Oh, mit wie Schmack ist hier. Zack. Junge, beklapsch mich nicht am Bauch. Sag, beklapsch mich nicht am Bauch. Wir sind hier noch nicht fertig.
war. Junge, ich wollte dir nur helfen. Oder der ist so. Oh, nee. Ist überhaupt der. Ach, das ist er. Das ist der Spannende. Junge. Ich mach dich fertig. Der Typ ist echt heftig. Ist das wohl? Wow! Ah. Hey, hey, lass los! Gut, espera! Ya basta de hablar. Wow. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Estás Schmuggelware? Vagas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? ¡Llevo su celda! Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos.